Einen wundervollen guten Tag, ihr Couchos, zurück bei Uncharted 4. Wir müssen die Diebe suchen, die hier im Paradies unterwegs sind. Und am Ende, genau, der letzten Folge habe ich das Dreieck hier noch gesehen gehabt. Das war jetzt gut, dass wir da reingeguckt haben. Da hätte ja was sein können. Die war immerhin noch zu. Wirklich, Drake? Du kannst da nicht hochlaufen? Okay, gut. Merke ich mir. Hier steht eine Kiste. Warum steht hier eine Kiste? Alles restlos leergeräumt hier. Bis auf den letzten Penny. Oh, hier liegt einer. Oh, und hier ist ein... Das ist ein anderes Symbol. Dieb. Ach, stimmt, da steht Thief. Sehe ich jetzt erst. Alter, wie cool ist das eigentlich, dass das Bild zugestaubt ist, wenn wir hier jetzt drüber laufen? Man die Fußspuren im Staub sieht. Das ist ja cool. Da oben hängt irgendwie der Kronleuchter ziemlich weit runter. Hier liegen auch noch relativ viele Leichen drin. Ich meine, hier ist zwar... Ich meine, hier sieht es ziemlich kaputt aus. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als hätte es hier einen richtigen Kampf gegeben. Oh, guck mal. Wir haben was gefunden. Das Manifest. Viele Schätze. Manifest des guten Schiffes Destiny auf dem Weg nach Libertalia von dem Hafen von Kings Bay. 10.000 Münzen Silber Mogul 93 Treugewicht. 9.000 Münzen Silber Mogul 48 Treugewicht. 14.000 Münzen Gold spanische Dublonen 245 Treugewicht. Statue Gold Pferd mit Reiter Mogul 500 Pfund. Skulptur Bronze Elefant Mogul 20 Pfund. Skulptur Bronze Elefant Mogul 23 Pfund. 100 Speere Eisen, Spanisch, 400 Pfund. 54 Säbel, Stahl, Spanisch, 162 Pfund. 50 Kanonenkugeln, Eisen, Spanisch, 1200 Pfund. Oh, die waren aber teuer. Gutes nachvollziehbar, aber 50 Kanonenkugeln, ja, doch. Doch, doch, ja, doch, passt. 12 Pferde, 9000 Pfund. 4 Fässer Wein, 2400 Pfund. Also die 4 Fässer Wein waren doppelt so teuer wie 50 Kanonenkugeln. Alles klar. Was genau uns das sagen möchte, weiß ich allerdings noch nicht. Außer, dass tatsächlich Handel mit der Außenwelt betrieben worden ist. Und guck mal, da haben wir noch einen Zettel. Ich habe was gefunden. So, was haben wir da drauf stehen? Dass der Brief noch intakt ist. Abschnitt G, Regal B. Inhalt? Wie beschrieben von R. Taylor. Bild, juwelenbesetzte Dolch. Gründer Al-Basara behauptet, dass dieser juwelenbesetzte Dolch Großmagul Aurangzeb persönlich gehörte. Falls das wahr ist, ist er unermesslich wertvoll. Bild, Perlenelefant. Ein grandioses kleines Exemplar, bemalt in sattem Indigo mit einem Sattel aus Perlen. Ich bin versucht, es selbst einzustellen. Bild, Jadevase. Die Details auf dieser skulptierten Vase sind von allerfeinster Qualität. Die Mogule hatten ein Talent für die Jadebearbeitung. Gründer Al-Basara sagte mir, dass das Reich über ganze Werkstätten verfügt, die sich der Herstellung solcher Gegenstände widmen. Okay. Der Elefant sieht in der Tat ziemlich cool aus, muss ich sagen. Aber auch der Dolch. Also die Piraten haben hier auf jeden Fall verschiedenste Wertgegenstände aus ihrem eigenen Besitz in... Nathan, hier drüben. Ja, ich habe noch keine Zeit. In die Schatzkammer gebracht. Captain Avery. Ja, scheinbar gestürzt. Oh ja. Not a good time to lose your head. Ja, kein guter Zeitpunkt, den Kopf zu verlieren. Ihr habt noch keine Zeit, zu dir zu kommen.
Auch leer? Auch leer. Leer. Ja, habe ich gesehen. Hier ist noch eine Schublade. Sieh dir das an. Nichts. Ja, was ist denn, Sam? Was hast du da? Libertaria-Geld. Da ist Averys Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen, der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay, wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau. Da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder, nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, nicht im Ernst. Pirat bleibt Pirat. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben. Was hältst du davon, den Wachturm hochzuklettern? Uns zu orientieren? New Devon, wir kommen. So nah ist das Ganze geblieben. Na, davon bin ich ja noch nicht überzeugt. Aber auf der anderen Seite macht es natürlich Sinn. Ich will nicht wissen, und eigentlich will ich nicht wissen, was steht, bei Lea so steht. Okay. Ich hatte schon befürchtet, also, dass sie jetzt wie kommen wir da hoch? Den Namen irgendwie mit neu übersetzt haben. Weil sag mal, das New Devon konnte man ja eigentlich gut lesen. Das hätte jetzt keine. Hilfst du mir eben? Okay. Ja, ich komme gleich. Erst will ich noch gucken, ob ich hinter der Schrank, da ist doch auch noch zu. Kann ich nicht aufmachen? Kann ich nicht aufmachen. Alter, er wurde hier so ein bisschen aufgespießt. Wobei es dann anderen bestimmt noch schlimmer ergangen ist als dem, ne? Aber das heißt, dass die Gründerväter an dem Kampf hier gar nicht beteiligt waren. Okay, bereit? Würde ich jetzt sagen. Okay, das war Schritt 1. Schritt 2. Den Kronleuchter hochziehen. Gute Idee. Du klingst überrascht. Das ist ein Kompliment. Ein bisschen. Danke. Okay, jetzt sieht's hier stilvoll aus. Dann nichts wie hoch. Ja. Ich finde auch, jetzt kann man sich hier wohnlich machen. Ich würde sagen, wir bleiben hier. Bis hier der komische Mafia-Boss hierher gefunden hat. Sind wir sowieso schon lange tot. Ich will immer noch wissen, ob hier nicht noch irgendwo was liegt. Ob die nicht irgendwas vergessen haben. Ich finde das echt krass. Das heißt, die haben hier eigentlich eine Schatzkammer aufgebaut. Nur um dann alles von hier wieder wegzuschaffen. Das ist ziemlich krass. Guck mal, bei ihr... Da steht überall Dieb drüber. Bei ihr ist es eingeklappt, bei ihr steht kein Dieb drüber. Warum? Bei Bonnie. Und eigentlich, der Platz, der da ist, reicht auch gar nicht. Um da Dieb hinzuschreiben. Und bei ihm hier hinten? Doch, da steht auch Dieb drüber. Aber nicht bei Bonnie. Warum steht bei Bonnie nicht Dieb drüber? Um.
Ich habe keine Ahnung, ob der Sprung reicht. Oder ob ich eigentlich hochklettern muss. Ach ja, easy. Na, dahin? Nee. Doch auf die Bilder, oder? Ich würde sagen, auf die Bilder müssen wir. Oder an die Bilder. Ah. Deswegen fehlt das Ding da bei Bonnie auch. Was? Du trittst auf Baldridge. Oh, tue ich das? Ach. Klugscheißer. Kann man hier runter? Kann ich hier runter? Ich würde hier gerne runter. Aber ich befürchte. Befürchte nicht. Hier gibt es auch keinen Weg wieder hoch, von daher, nee, wir müssen höher. Ich meine, das war ja sowieso der Plan. Aber erstmal genießen wir den Ausblick. Da unten waren wir übrigens schon. Da haben wir gekämpft. Wie ruhig es auf einmal hier vor allem ist, ey. Wenn man überlegt, dass eigentlich ja... Die ganzen Leute noch hier sind irgendwo. Ein Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Hey, 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 beschrei es nicht. Ein Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Also hier unten nicht mehr. Okay, da lang zu gehen kann ich vergessen. Na gut, dann gehen wir halt hoch. Lass wieder ein Fenster offen. Ups, zu früh gefreut. Ich hab's ja gesagt. Okay, hier kann ich mich schon mal. Da kann ich mich lang schwingen. Kann man mal gucken. Da hinten auf dem Platz. Siehst du den Turm? Klar. Hä? Welchen Turm? Ach, da! Das so? Nee. Was genau meint er? Na egal, komm, wir schwingen uns erstmal weiter. Ach so. Oben sitzt eine Taube drin. Ja, darf ich da jetzt... Nein, darf ich nicht dran werfen? Na gut. Ich hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn das gehalten hätte. Das Bild. Ja, ich denke. Ah, oh Gott. Eigentlich war mein Plan, in die Richtung davon zu springen. Nein, nicht nicht runterfallen. Danke. Achso, wir könnten hier auch einfach hochgehen. Hey Sam. Ja? Okay, wollte nur sicher gehen, dass du nicht abgestürzt bist. Ach, als ob. Ganz schön aufgeregt. Sam? Wo geht's denn jetzt lang? Also Sam hat irgendwie einen anderen Weg genommen. Muss jedenfalls, weil... Er hat irgendwie ziemlich lang gebraucht. Bis er bei mir war. Oh Gott, ich gehe glaube ich mal lieber zur Seite. Ja, ich bin schon... Hätte mir eigentlich auch einfach so wieder hochhelfen können. Hätte auch kein Problem sein dürfen. Gibt hier noch irgendwo was? Nein? Nein. Was für ein Ausblick, hä? Das ist nämlich ein Ausblick. Auf der anderen Flussseite.
Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Okay. Hey, ist da unten ein Weg? Sozusagen. Los! Das hast du jetzt aber schön gemalt, Nathan. Nathan, einmal hier runter. Was glaubst du, wie lange brauchen wir? Alter. Die Kameraeinstellung ist jetzt gerade übrigens automatisch. An wen oder was wir unterwegs treffen? Scheiße. Verdammt. Bist du okay? Oh Gott. Pass auf, weg da. Alter, was? Was? Sind die? Alter! Sind die denn vollkommen wahnsinnig geworden? Komm schon! Wie komme ich da runter? Kann ich da rüber springen? Ja, kann ich. Aua. Okay. Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben. Wirklich? Wie müsste ich hin können? Oh Gott! Nathan! Wo bist du? Ich fühle mich leicht verarscht. Als ob ich da. Der Sprung ist nicht tiefer als der hier. Aber da darf ich nicht runter. Muss ich hier durch die Tür raus oder wie? Wirklich? Wie kommst du denn darauf? Hier runter! Wo muss ich hin? Nicht warten, geh! Dahin wahrscheinlich. Okay, ja. Oh Gottes. Das war schmerzhaft. Nathan! Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Steh! Au! Ach, was? Alter! Nein, verschasse. Sam, komm schon, hier oben. Hey, sie geht hier drüben. Los geht's. Oh shit, lass mich hier hoch. Alter, was machen die hier? Die nehmen alles auseinander. Hölle, weg hier. Ich hab die. What the? Nein, wieder falsche Taste. Sam, komm schon, hier oben. Komm schon, bitte. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Höher, nicht runter. Oh, was zur Hölle? Weg hier! Ja, ich bin ja auf dem Weg. Nein, jetzt fahre ich wieder runter. Ich falle. Und wieder von vorne. Alter, wie hält dieser Turm hier eigentlich? Au! Ich meine, übertreiben die es eigentlich übrigens ein bisschen? Ja. Kann ich nur noch um Stunden handeln. Leider ist die Steuerung an der Stelle reichlich ungut. Möchte ich es mal nennen, ohne dass ich jetzt ein böses Wort in den Mund nehme. Ja, oh Gott, ja, diesmal hat er es geschafft. Danke. Sam, bitte helfen. Danke. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Komm schon. Komm schon. Immer weiter. Ja, ich hab nicht vor, stehen zu bleiben. Alter. Verarschen. Nicht loslassen. Oh shit. Hey, haben wir die.
Okay. Ah, hier muss ich abspringen. Ich glaube, das Ding schützt auch noch ein. Hey Sam, mach ihn fertig! Oh shit! Okay, auf ein neues. Wohin? Ah, dahin. So, jetzt stehen wir auf jeden Fall mal an einer Stelle, die nicht einstürzen kann. So, darf ich jetzt ein bisschen Luft schnappen? Hier ist nämlich gerade mächtig der Shit zu gehen gewesen. Heilige Mutter Gottes, ey. Hey, och nein, nicht du. Oh, auch die noch. Hey Nadine, schön Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango. Was soll denn das heißen? Au, oh, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, lassen Sie uns doch mal. Aua. Oh, shit. Gut, die Waffe ist schon mal weg. Okay, das war härter als erwartet. Finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Gott, verdammt. Im Ernst jetzt? Ach komm, so heftig ist sie jetzt. Komm schon. Wo bleibst du, Sam? Oh nein, das wird nichts. Alter. Schon. Och, nicht dahin. Wir müssen hoch. Ja. Hi Sam. Wo muss ich hin? Wer ist nicht Sinn? Ich hätte es ja sinnvoller gefunden, wenn wir einfach durchs Fenster reingegangen wären. Ach du Heile, jetzt. Da haben wir ihr auf jeden Fall gut einen mitgegeben. Oh, die Waffe, das willst du doch nicht zulassen, das habe ich befürchtet. Sie sind schnell, aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow. Jeder von uns... Beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na, dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Kein Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Rafe! Schon gut, Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Doch. Meistens. Warum? Okay, schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er es tut. Und jetzt? Samuel. Bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, Hey! Komm schon, Mann! Du hast uns doch in der Hand, entspann dich!
Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Alter. Oh, erzähl nur. Ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja. Er hat gesessen. Für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar. Er schuldet ihm viel Geld. Wow. Wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Ich hab Samuel rausgeholt. Was ist hier los? Oh. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Willst du mich verarschen? Nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer uns. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu. Nate, wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Aber eigentlich nur einen. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Aua. Oh, das war schmerzhaft. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Der Kopf auf dem Stein oder der Aufschlag auf dem Wasser? Oh mein Gott. Nate. Hey, Nate! Tja, da ist es. Oh ja, wir sind wieder in Ohnmacht. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich hab keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich hab mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Da brennt Licht. Und da wären wir. Wow. Dieses Haus ist ja riesig. Wo sollen wir anfangen? Finden wir mal einen Weg hinein. Da brennt Licht. Meinst du, hier gibt es eine Alarmanlage? Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Ich bin ja jetzt ein wenig geschockt, wie das Ganze verlaufen ist. Unser Bruder ist ein ziemliches Arschloch.
Also ein ziemliches Arschloch. Das hätte ich tatsächlich so jetzt nicht erwartet. Also die Wendung. Was meinst du, was so ein Haus kostet? Ich meine, WTF. Oh. Das ist ja schön. Ein Spielzeugsoldat. Ein Trommler. Ja, wie gesagt, die Wendung jetzt fand ich doch mal ziemlich heftig. Ich meine, das war alles sehr glaubwürdig, was er erzählt hatte. Willst du deine Jacke zurück? Nein, wir müssen weiter. Und vor allem frage ich mich einfach, warum? Also, warum kommt er nach der ganzen Zeit zurück und will dann auf einmal jetzt, wollte dann mit unserer Hilfe den Schatz suchen? War er der Meinung, wenn er mit uns teilt, also wenn er mit Nelson teilt, dass er dann weniger vom Schatz abgeben muss, als wenn er mit dem Arschloch teilt? Ach ja. Oder was genau war sein Gedankengang? Und vor allem, da ist er die ganze Zeit am Reden. Ja, und können wir denn Sully wirklich trauen? Ich meine, Sully, nee, den sollten wir vielleicht nicht ins Boot holen. Und ja, am Ende hintergeht uns unser eigener Bruder. Ich meine, eigentlich schon schlimm genug, was für eine beschissene Familie die beiden hatten. Jetzt fängt der Bruder auch noch an. Ja, ich komme ja schon. Okay, gut gemacht. Wenn man sich mal überlegt, was aus dem, was aus Nelson geworden ist und was aus seinem Bruder geworden ist. Ja. Oh, guck mal, jetzt ist ein Fenster offen. Komm, Nathan. Ich frag mich ja, wessen Haus das ist. Wow. Gruselig. Ja. Ja, hier. Ich hab noch eine. Die Taschenlampen sind auch immer dieselben. Und suchen das ist witzig. Wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Magazinen, Aufzeichnungen aller Art, okay? Irgendwie. Eigentlich ging es ja darum, dass wir die alten Sachen unserer Mutter finden. Hier drin ist nichts. Aber so richtig glaube ich noch nicht dran, dass wir das wirklich tun. Also hätte ich am Anfang schon, aber nach der Geschichte, die wir eben mit, ja, von unserem Bruder erfahren haben, kann ich mir mittlerweile vorstellen, dass er einfach hier was ausrauben möchte. Nein. Hier unter dem Dach ist es nicht. Die Küsten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Da hatten wir ein kleines. Da hatte das Spiel. Das war der erste richtige Bug. Oh, guck mal, hier haben wir was. Ach du Heilige, was ist das denn für ein Bild? Miss Evelyn. Mein Name ist Kenshiro Namba. Ich war letzte Woche in der Adventure Lodge Loge bei ihrem Vortrag zu ihrem neuesten Fund, dem Rüstungssatz aus der Tokugawa-Ära, den sie vor der Küste Okinawas in ihren Besitz gebracht haben. Ihre Präsentation war äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Fragen aus dem Publikum überraschte. Ich finde, die Anerkennung und der Respekt für geleistete Arbeit sollten nicht von ethnischer Herkunft oder Geschlecht abhängig sein. Ich vermute, dass wir beide dieses Problem kennen. Ich schreibe Ihnen heute, weil sich seit kurzem eine französische Turnierrüstung in meinem Besitz befindet. Ich bin mir jedoch nicht hundertprozentig sicher, was die Datierung oder Herkunft angeht. Falls es Ihre Zeit erlaubt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir mit Ihrer Fachkenntnis zur Seite stehen könnten. Bitte entschuldigen Sie mein dreistes Anliegen, aber ich werde nur noch für einen Monat in der Stadt sein. Im September werde ich nach Island reisen, um eine Wikinger-Grabstätte zu untersuchen und würde es bedauern,
wenn ich vorher nicht mit ihnen gesprochen hätte. Ich wohne derzeit im The Lennox, falls sie mich kontaktieren möchten. Was ich aufrichtig hoffe. Mit den besten Grüßen, Kenichiro Namba. Okay. Was auch immer uns das jetzt sagen soll. Also, wir sind hier scheinbar bei irgendjemandem, der einer Kunsthändlerin oder so. Und wie finden wir sie? Was? Mams Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Alter, was hier alles rumsteht, ey. Also ich meine. Oh, guck mal. Weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein. Das Relics of Tokugawa. Was? Relikte von Tokugawa Ieyasu Kenshiro Nanda Universität Kyoto. Oh, guck mal, hey, den Namen kennen wir doch. Den Namen kennen wir jetzt schon. Oh, guck mal, Kicker. Sam? Sam, ich will Kicker spielen. Sam? Sam, Kicker spielen. Och man. Ich glaube, Sam spielt nicht mit mir Kicker. Hey Sam? Nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Hm, klar ist es das. Richtig? Richtig. Da wäre ich mir ja nicht so sicher. Wenn ich ehrlich bin. Also wir haben zwei Türen. Wir haben hier eine Tür und wir haben da eine Tür. Sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Ist die Tür jetzt so schwer? Das ist ja... Ach du Heilige. Ja. Das ist so eine Art Sarkophag. Eindeutig bei einer Kunsthändlerin. Sieh dich um. Das ist mal heftig. Jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Ich würde jetzt auch gesagt Sarkophage. Oh Gott, was sind die Mehrzahl von Sarkophag? Sarkophage? Was ist das hier? Tja. Finden wir es heraus. Hallo, wir wollen nur die Sachen von unserer Mutter finden. Und ich glaube, da geht's weiter. Können wir die Tür hier auch noch aufmachen? Ah ja, die bekomme ich so auf. Alter, was ist das hier für ein Haus, bitte? Hier wohnt doch keiner. Da steht irgendwas von Love Dad, kann das sein? War das dein Haus? Lieber Eddie, Grüße aus Peru. Ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es kein Postamt, nur einen kleinen Flecken Gras, der als Start- und Landebahn dient. Und langsame Boote, die den Fluss Manu hinauffahren. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen, als wir gestern Brüllaffen gesehen haben. Hellorangenfarbene, sehr neugierige Kreaturen mit ausdrucksvollen Gesichtern. Obwohl ich ihre Laute nicht direkt als Brüllen bezeichnen würde, klingt es wie ein Orkan gemischt mit dem Gebrüll eines Löwen. Wäre es nicht illegal und gefährlich, würde ich einen als Haustier für dich mit nach Hause bringen. Deine Mutter ist sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für die morgige Exkursion in den Dschungel, wo wir hoffentlich unsere Forschungen abschließen können. Sie sendet liebe Grüße. Ich verspreche dir, dass wir dich auf unsere Reisen mitnehmen werden, wenn du älter bist, damit du die große, weite Welt selbst entdecken kannst. Sei lieb zu Großmutter, lerne fleißig, wir sehen uns in einem Monat wieder. Alles Liebe, Dad. Okay. Hey, erinnern dich die Kisten an etwas? Die was? An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep. Immer schön arschig. Was ist das hier für ein Haus?
Also ganz offensichtlich wohnt hier ja eine Frau, deren Eltern schon, ja, irgendwelche Archäologen oder so waren. Oder Kunstsammler. Und weil ich glaube nicht, dass das die Tochter ist. Das ist römisch. Drittes, vielleicht viertes Jahrhundert. Nelson hat in dem Alter also schon Ahnung von Kunst. Hey, erkennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Liegende Figuren. Etruskisch. Ah, stimmt. Ja, Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Warum ist hier eine eiserne Jungfrau? Das ist ein verdammtes Museum hier. Gibt es auch einen Dinosaurier-Trakt? Wirklich. Kanopen. Cool. Alter, wie viel Ahnung haben die beiden in ihrem Alter denn schon gehabt? Also. Und da sitzt der eine Arme im Waisenhaus, macht da Probleme, weil er wahrscheinlich einfach auch komplett unterfordert ist von allem. Hey, tu mir einen Gefallen. Wenn ich sterbe, begrabe mich in so einen. Klar, mit Mumifizieren und deine Organe im Glas aufbewahren? Hab's mir überlegt. So, auf jeden Fall nochmal ein Schatz. Oh, ein Spielzeugflugzeug. Ein Spielzeugwasserflugzeug. Entschuldigung. Wir wollen ja schon genau sein hier. Das kann man aufhängen. Aber jetzt im Ernst, ich weiß noch nicht genau, wo uns das hier hinführt. Und vor allem, warum sind unsere... Also warum hat diese Frau die Bücher unserer Mutter gekauft? Ja, doch. Ich meine, da werden entsprechend auch Aufzeichnungen drin sein, aber... Hier ist noch eins. So, drehen wir es um. Nein. Ancient, was ist das? Antike Persopolis. Amir Abbasi, Universität Teheran. Ich bin ein Scherzkind. Schon immer. Entschuldigung, ich habe dir nicht zugehört, Sam. Irgendwie traue ich der ganzen Sache nicht. Ich weiß nicht, was Sam hier schon vorhatte. Aber irgendwas wird er auch hier schon vorgehabt haben. Das ist eine Tür. Warum haben wir hier einen fast leeren Raum? Also, leer ist der Raum natürlich nicht, aber ein Raum, in dem man nichts machen kann. Sieh mal her. Wer bin ich? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. Da liegt wieder ein Brief. Also, wenn man irgendwo in irgendwelchen abgelegenen Orten alte Briefe findet, dann kann ich es verstehen. Wenn hier jetzt wieder ein alter Brief liegt, dann werde ich langsam stutzig. Mann, was gebe ich für so eine Einladung? Nee. Feiern Sie mit uns in der Adventure Lodge. Unsere jährliche Weihnachtsgala. 21. Dezember, 17 bis 22 Uhr. 17 Uhr, Bareröffnung, 18 Uhr, Abendbuffet, 19 Uhr, Präsentation von Präsident Charles M. Walsh über seine kürzliche Expedition nach Afrika. 20 Uhr, Einführung neuer Mitglieder. Stille Auktion endet um 21 Uhr. Um Antwort wird bis zum 21. Dezember gebeten. Auf der Rückseite noch was? Hey, da steht auch noch was. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du bist dieses Jahr mit dabei. Charles. Okay. Gut, es ist Weihnachten. Also es ist um Weihnachten rum. Was wiederum heißt, dass es dunkel ist, ist logisch, weil... Ja. Das habe ich gelesen. Ach ja? Ist das gut? Es ist irgendwie My Journey to Lhasa. Es geht um die erste Frau aus dem Westen in Lhasa. Eines Tages komme ich dahin. So. Wo soll es hingehen? Hä? Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall?
Überall. Na gut. Na? Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Ach klar. Das will ich mal sehen. Wobei, zu dem Zeitpunkt vielleicht schwieriger. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Ich kann nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Vielleicht bin ich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Okay. Wie oft kann ich das denn jetzt hier bitte machen? Mal. Okay. Brasilien. Hey, das ist mal was. So viele unentdeckte Orte im Regenwald. Und so viele unentdeckte Stämme mit Giftpfeilen. Ja, das auch. Ach. Ich glaube, wir haben uns jetzt mittlerweile mit Schlimmeren als mit Giftpfeilen angelegt. Hey, sieh mal. Was ist heiß da drin? Das kann ich mir vorstellen. Warum kann ich den auf- und absetzen? Achso, er läuft ja auch mit seinem Hut rum. Fruchtbarkeitstotems. Hey, bist du nicht etwas zu jung für so etwas? Bist du nicht Hallo? Etwas zu alt für diesen Witz? Man ist nie zu alt. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Ja. Das wäre was, oder? Wow. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Ich wollte gerade sagen, das wow. ist... Die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja. Das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Das ist ein bisschen beängstigend, wenn man da so davor steht. Schusswaffen. Alter. So, das nächste Buch? Ja, aber nicht das, das wir suchen. Wow. Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Hat aber nie geklappt. Ja, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu, Sam. Okay, mittlerweile sind wir hier im Eingangsbereich angekommen. Warum? Eine Turnierrüstung. Französisch. Gehört das da dazu? Die Unterlagen? Also, ah, das sind. Ich dachte, das wären Unterlagen. Okay. Das hatte ich nicht erkannt, dass das zur Rüstung gehört. Ich dachte, da wären irgendwelche Unterlagen dran geheftet. Hier unten leuchtet doch auch irgendwas Dreieckmäßiges auf, oder nicht? So ganz allein? Adventure Life. Lost Treasure of irgendwas mit Xi. Ja, sie sieht irgendwie nicht ganz glücklich aus, die Frau. Ein Drachengong. Sieht nach Südostasien aus. Schick. Hier sind einige schicke Sachen bei. Cool. Etwas Leben in der Bude. Seit wann magst du klassische Musik? Hallo, ich bin ein Mann mit vielen Facetten. Oh, ein halb verbrannter Brief. Was davon übrig ist. Erlauben Sie dem Sarkophag sich zu den Steinen. Das Geld brauchten Sie ja nicht. Was? Ich würde mich von dem Zeug auch nicht trennen. Rede jetzt noch weiter, dann trinke ich einen Schluck. Na gut, dann lese ich erstmal den Brief vor. Erlauben Sie dem Sarkophag sich zu den Seinigen aus Amenhoteps Gruft in unserem Museum zu gesellen. Ich kann Ihren Widerwillen gut verstehen, schließlich haben Sie ihn vor uns gefunden. Unser Angebot ist jedoch mehr als großzügig
und ich kann Ihnen versichern, dass er mit der nötigen Sorgfalt und dem erforderlichen Respekt behandelt und ausgestellt wird. Entsprechend dem Aufwand seiner Bergung. Jahrelang haben Sie zu Hause seine Pracht genießen können. Es ist an der Zeit, sie mit dem Rest der Welt zu teilen. Ich hoffe, Sie werden mein Angebot überdenken. Hochachtungsvoll, Peter K., GR Acquisitions. Sie hat das, glaube ich, nicht angenommen, das Angebot. Wenn sie den Brief schon halb verbrannt hat. Die Frage ist nur, warum hat sie ihn halb verbrannt, nicht ganz? Samurai! Na, erkennst du das Wappen? Malvenblätter sind, Tokugawa. Ja, das stimmt. Der Helm passt da nicht drauf, aber das macht ja nichts. Ich glaube nicht, dass Moms Tagebücher hier sind. Gehen wir nach oben. Ja, vom Gefühl her. Wobei, hier sind so viele Bücher, warum sollte das Tagebuch nicht hier liegen? Ist die Frage. Oh, wow. Sie kannten Amelia Earhart. Echt jetzt? Mann, die kannten alle coolen Leute. Okay, ich dachte, sie reden noch ein bisschen länger, deswegen habe ich jetzt einen Schluck getrunken. Meine liebste E, deine Reise nach El Mirador klingt traumhaft. Haben sie die Maya etwas für dich dagelassen? Ich freue mich darauf, bei meiner Rückkehr persönlich mehr darüber zu erfahren. Viele Grüße, A. Earhart. Okay. So, jetzt wollten wir nach oben gehen, haben wir gesagt. Ich frage mich immer noch, was das gerade hier für einen Sinn und Zweck hat. Es muss doch irgendeinen Grund geben, warum wir uns gerade an das hier erinnern. Verschlossen. Schade. Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Auch verschlossen. Wo könnte wohl der Schlüssel sein? Vielleicht unter der Fußmatte? Hey, leuchte mit deiner Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster. Oh ja. So kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir. Du. Was? Ich komme nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaff ich das? Okay. Dann zeig mal, was du kannst. Ja? Willst du mir dann da eben hochhelfen, oder? Ja, einmal nach hinten, Nate. Wie komme ich denn da hin? Wie genau soll ich da hochkommen? Also ich meine, ich werde irgendwie über das Rad da müssen. Nein, da komme ich auch nirgendwo. Oh, guck mal, hier hinten können wir noch irgendwo hochgehen. Achso, das Dreieck war von der Ritterrüstung. Oh ne, hier können wir nicht hoch. Gibt's einen Weg nach oben? Komm her! Mir schieben. Den muss man auch erstmal finden hier. Der war gut versteckt. Oh, ups. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Wollen wir jetzt wirklich ein Bild machen? Verlier's nicht. Na? Oh, ein hübsches Bild. Verändert es sich überhaupt noch? Doch, es verändert sich immer noch. Es bekommt mehr Farbe. Ja, ich glaube, jetzt sind wir so langsam an dem Punkt angekommen, wo es sich nicht mehr verändert. Aber warum auch nicht? Wir brechen in ein Haus ein. Und machen da erstmal ein Foto von uns. Ich meine, ja, es ist keine Digitalkamera wie heute. Und man könnte irgendwie den Chip auslesen. Aber
Ich frage mich, ob es so ein Achievement gibt, wenn man das Ding hier x-mal schüttelt. Okay, lassen wir das. Okay. Hier oben. Ja. Okay. Nicht runterfallen. Habe ich nicht vor. Oh Gott, da, Vorsicht, da steht was. Nathan, da steht was. Okay, da komme ich schon mal nicht lang. Nein, da auch nicht. Aha. Oh nein. Was heißt so nein? Da kommt jemand. Oh shit. Da ist was runtergefallen. Und wir haben hier ganz schön viel Unordnung gemacht. Kam da eben eigentlich... gar kein Wort darüber verloren, dass da ein Auto kam auf die Einfahrt? So. Da geht's nicht lang. Hier geht's lang, aber hier ist auch schon wieder Ende. Warum wird die Musik eigentlich so extrem dramatisch gerade? Das kann ich nicht gutheißen. Ja. Oh shit, aua. Okay, bin drin. Das hier ist irgendwie ein Krankenzimmer. Warte. Oh Mann. Das ist ja wie in einer Klinik. Ich wollte gerade sagen, warum sind wir jetzt hier wie in der Klinik? Was ist hier los? Das sind wahrscheinlich Eltern, Mutter und unten ist die Tochter, in dessen Haus wir gerade sind. Hab ihn. Warum ist der Schlüssel zum Abschließen des Raumes im Raum drin? Können wir das einer erklären? Das macht irgendwie meiner Meinung nach nur wenig Sinn. So, Evelyn, ich hatte gehofft, dass ich diesen Brief nicht schreiben müsste. Ich hatte gehofft, mein Standpunkt wäre in unserem letzten Gespräch deutlich geworden. Ich hatte gehofft, dass mein Ignorieren deiner wiederholten Kontaktversuche eine unmissverständliche Botschaft wären. Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Scheck geschickt hast, wurde mir klar, dass meine Botschaft zu subtil für jemanden wie dich war. Ich brauche dein Geld nicht. Genauer gesagt, ich will dein Geld nicht. Ich kann sehr gut ohne deine Hilfe für meine Familie sorgen. Es beleidigt unser beider Intelligenz vorzutäuschen, dass deine leere Geste irgendwie unsere Beziehung wieder aufleben lassen könnte. Das Wenige, was uns noch verbunden hat, war in dem Moment zunichte, als du dich dazu entschieden hast, Vaters Begräbnis nicht beizuwohnen. Er hat dich bis zu seinem letzten Atemzug geliebt. Ich tue es nicht. Ich bete, dass du Frieden darin findest, wonach du dein ganzes Leben gesucht hast, aber kontaktiere mich und meine Familie nie wieder. Edmund. Echt traurig. Ja, schon. Dann war das ja also das Zimmer, in dem der Vater gepflegt worden ist. Nein, stopp, nein, da liegt noch, da rechts lag noch was. Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Stopp. Da lag noch was. Hier ist noch was. Irgendwelche Arznei? Codein. Ein Haufen Schmerzmittel? Okay. Gut, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Da unten kommt Licht. Da kommt doch jemand, oder nicht? Wow. Aufzeichnungen zuhauf. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht... das ist jetzt nicht beeindruckender als die Räume, die wir davor schon hatten.
Hier liegt auf jeden Fall irgendwas. Nein. Was? Zur Peter der Große und das Bernsteinzimmer. Kolja Jurkow, Staatliche Universität St. Petersburg. Das nächste Buch. Ich finde es lustig, dass die immer umgedreht drin liegen und man sie erst umdrehen muss, um zu sehen, ob es das Richtige ist. Nein. Viking Treasure of Vinland. Stephen Tremblay, Universität Toronto. So. Die nächste Kiste. Wow. Sam. Hast du da was? Das sind sie. Einstecken und gehen, würde ich vorschlagen. Reichtümer des Paradieses? Ja. Yeah. Wow. Henry Avery. Was zur Hölle? Der Gunsway-Raub. Jetzt. Nein, ich konnte es nicht lesen. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehm die Hände hoch. Langsam. Hey, hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Ihr hättet euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Ich würde nicht rauchen mit der Gesundheit. Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein. Schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren.
Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß? Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Oh nein. Alles okay? Heilige Scheiße. Nein, 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 nein. Hey. 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 Sam? Sam? Hier ist die Polizei. Alles okay? Warte, wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Oh, Scheiße. Fenster, Fenster, komm! Okay, Sie sehen oben nach. Sie, komm mit mir. Oh, shit. Warte. Das war ja jetzt mal wieder eine extreme Wendung. Alter, da komme ich doch nie rüber. Oh shit. Mist. Vorsicht. Ich habe noch nichts von drin gehört. Das ist groß. Dauert. Ja. Nathan? Sam, ich hab dich. Spring einfach. Ja. Wir sollten so langsam aus dem Sichtfeld der Polizei verschwinden. Ich komme. Oh shit. Das Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Geht klar. Okay. Okay. Oh nein, nein, nein. Lauf weg! Hier lang! Die werden wir los! Hier ist Officer Murphy! Nein! Nein, 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 nein! Weg! Lass mich! Lass mich! Alter! Ich hab ihn! Ich hab ihn erwischt! Oh, oh, oh. Achso. Hier lang! Die werden wir los! Hier ist Officer Murphy. Wir haben zwei Verdächtige. Zu Fuß. Ein Erwachsener, ein Jugendlicher, männlich. Stehen bleiben, verdammt! Ein Erwachsener? Naja. Hände über den Kopf! Stopp, Soldat! Hier hinten! Wo ist hier hinten? Lauf, lauf, lauf! Lol. Aufstehen! Da sind sie! Lauf jetzt los, Nathan! Ihr macht doch alles nur noch schlimmer! Komm, los! Ruf die Verstärkung! Ja. Letzte Warnung! Auf den Boden! Hände über den Kopf! Wollt ihr mich verarschen? Ach, Mist! Wir sind zwei Kinder! Ihr werdet ja wohl nicht auf Kinder schießen! Komm, lauf! Nein!
Lass das doch sein. Okay. Eigentlich sah das richtig aus, da über die Mauer und dann... Okay. Komm schon, zieh. Immerhin fangen die nicht auf einmal an zu schießen. Steig auf, los, komm! Los, halt dich fest! Haben wir es geschafft? Ich glaube, wir haben es geschafft. So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Hä? Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die war krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan, vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das, Moms unvollendete Arbeit, das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute, die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht, Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker, Abenteurer, hauptsächlich Diebe. Au. Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte... Nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber... Das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen.
Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Na. Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Brave hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Na, warte, du meinst die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Wir wollen also zur Nordseite der Insel. Ja, nur ja. Die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Rafe deinen Bruder hin. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Ja, deswegen also der Rückblick. Jetzt macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen mehr Sinn. Das war schon, also was jetzt so in den letzten zwei Kapiteln an Wendungen und Geschichten, also Story-Elementen dazu kam, ist mal ziemlich krass. Ja, lasst mir doch einen Kommentar in den Kommentaren da, ja genau. Lasst mir doch mal was in den Kommentaren da, wie ihr jetzt die letzten zwei Kapitel fandet. Die waren für mich schon so ein bisschen, ja... Okay, kann man machen. Überraschend. Hätte ich nicht mitgerechnet. Und ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.